Hi, ich war heute bei IKEA und das habe ich mitgebracht. Alles Dinge, die man auf dem Grill oder für den Grill verwenden kann. Und was das alles ist, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, kaum unten in der Etage angekommen, haben wir auch schon das erste Utensil für Griller gefunden. Und zwar Lämpling. Das ist ein Brett und 10 Euro kostet das Ding und lässt sich hervorragend fürs Grillen verwenden. Also das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kein Meter weiter finden wir Drellerbretter. Das sind 2 Stück aus Kunststoff und kosten 2,99 die beiden Brettchen. Und ja, absolut schnell sauber gemacht und nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, weiter geht es. Die Dinger solltet ihr inzwischen aus den Videos kennen. Daraus habe ich mal einen Anzündkamin gebastelt. 1,79 Euro. Ordning, Besteckhälter, nehmen wir mit. So, kommen Sie mal die Ecke rum. Finden wir auch schon das nächste. Gubböhrer Backpinsel. Nehmen wir mit. 99 Cent. Backpinsel, 99 Cent, kommt mit. Ein Meter nach den Backpinseln. Das berühmt-berüchtigte Phantast-Thermometer. Kostet 9,99 Euro und davon hat der Griller immer so 2-3 Stück zu Hause, denn wer billig kauft, kauft zweimal. Die Fühler halten nicht wirklich so lange, also nehmen wir einfach 2 zur Sicherheit mit. Den Ordning, den hatte ich euch gerade eben schon gezeigt, gibt es in 2 verschiedenen Größen. Einmal in höher und einmal in tiefer. Ich hatte hier draußen einen Anzündkamin gebaut. Im Nachhinein würde ich aber sagen, dass diese Höhe hier die bessere wäre. Die kostet dann 4,99 Euro, also 1,80 Euro gegen 4,99 Euro. Für das Geld könnte man sich dann inzwischen dann doch schon fast selber einen Anzündkamin holen. Aber ich brauche so einen kleinen, deswegen nehme ich den heute mit. Hier stehe ich jetzt beim Klassiker von IKEA, der Consis Ofenform. Eine ist noch da, um sie mal anzuschauen. Also das ist diese Edelstahlform mit diesem zusätzlichen Grillrost drin, beziehungsweise mit dem Rost drin. Super geil für Ribs. Kann man also wunderbar da drauf setzen, dann schwimmen die nicht in der Soße drin. Die große Form kostet 11,99 und ist jeden Cent wert. Das Ding ist aus Edelstahl, unverwüstlich und ja, leider mal wieder mal ausverkauft. Wenn ihr im IKEA seid und die haben die da, nehmt mindestens 2 Stück davon mit. Die lohnen sich absolut. Die gibt es auch noch in kleiner und auch dann mit so einem Einlagerost. Das ist allerdings aus Aluminium dann. Hier sind die kleineren Brüder sozusagen aus Edelstahl. Absolut empfehlenswert. Ja, also auch ohne diesen Einlagerost absolut empfehlenswert. Der Umweg über die Küchenfachabteilung hat sich gelohnt, denn hier oben gab es noch welche von den Consis Backformen bzw. den Ofenformen. Wie gesagt, Edelstahl mit diesem zusätzlichen Rost drin. 11,99 Euro, jeden Cent wert. Edelstahl, unverwüstlich. Meine absolute Empfehlung, auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn ihr bei IKEA seid. So Leute, und jetzt der Grund, warum viele Griller es zu IKEA verschlägt. Rationell variierer Deckelhalter. So sieht das Ding aus. Müsst ihr euch jetzt einfach mal diese Deckel wegdenken. Der günstigste und beste Rippchenhalter, den ihr euch vorstellen könnt. Also 2 Stück davon, unten diese Gummifüßchen abgemacht, dann ist das Ganze auch grilltauglich. Und das für 5 Euro und komplett aus Edelstahl. Davon, wenn ihr im IKEA seid, mindestens 2 Stück mitnehmen. Passen perfekt in diese Consis Ofenform rein. Und ja, wie gesagt, Edelstahl, unverwüstlich und beide zusammen für 10 Euro. Das ist ein absoluter Knaller. So, meine kleine Grill-Shopping-Tour bei IKEA ist beendet und ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt alles mitgebracht habe. 73,82 Euro habe ich jetzt insgesamt bezahlt. Los geht's hier damit, das ist Dreller, das sind also 2 Kunststoff-Unterlegbrettchen zum Schneiden. Ganz wichtig, wenn ihr Geflügel oder Fisch oder dergleichen macht und euer Holzbrett, was ich hier habe, nicht einbauen wollt, dann empfehle ich euch diese Teile. Die 2 Stück kosten gerade mal 2,99 Euro. Einfach mitnehmen, frisst kein Brot und sind echt praktisch. Ja, kommen wir zu dem Brett, was so ziemlich, glaube ich, jeder, der schon mal bei IKEA war, mitgenommen hat. Ne? Das Lämpling ist für 10 Euro wirklich ein tolles Brett, wirklich groß, hat hier an der Seite auch so eine Saftrinne. Ja, wie gesagt, 10 Euro hat es gekostet. Da gibt es auch noch extra so ein Öl, mit dem man das imprägnieren kann.
Wenn ihr da Olivenöl benutzt oder Rapsöl, funktioniert das ganz genauso. Aber wie gesagt, absolut empfehlenswert, Lämpling. Dann Marinadenpinsel, 99 Cent hat der gekostet. Ich weiß, es gibt die auch in etwas größer noch, aber für Marinaden zum Bestreichen von Moinkboards oder Ribs reicht der vollkommen. Wie gesagt, 99 Cent, frisst auch kein Brot. Dann die Fantast-Thermometer. Ich möchte fast sagen, der Name ist Programm. Nein, das ist Quatsch. Also eher gar kein Thermometer habt, sind die hier wirklich hervorragend. Da ist ein relativ langes Kabel mit bei, funktioniert also auch im Backofen wunderbar. Die halten halt nicht ewig, kosten halt auch nur 10 Euro, aber dafür kann man sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich nehme immer direkt zwei Stück mit, denn eins fällt immer aus, deswegen am besten direkt zwei. Für 20 Euro insgesamt kann man da echt nicht meckern. Dann aber hier diesen kleinen Edelstahlkorb Ordning und wie man aus diesem Edelstahlkorb diesen Anzündkamin macht, das hatte ich euch, glaube ich, in Folge 118 oder 119 gezeigt. Schaut einfach mal auf meinem Kanal. Ist gar nicht so schwer, selbst für jemanden, der handwerklich so eine Nulpe ist wie ich, war das absolut kein Problem. Also daraus kann man sich einen kleinen Anzündkamin basteln. 1,78 Euro hat das Ding gekostet. Kann man also durchaus mal machen. Kommen wir zu guter Letzt zu dem wohl sinnvollsten, was ein Griller bei IKEA mitnehmen kann. Einmal die Consis Backform, also die Ofenbackform mit diesem zusätzlichen Einlegerost drin und der Vareria Deckelhalter. Ich habe den hier schon mal in ausgepackt, weil natürlich habe ich die Dinger schon ein bisschen länger. Die günstigsten und wohl auch besten und variabelsten, weil, wie ihr sehen könnt, variablen Riphalter, die man für 5 Euro bekommen kann. Absolut große Klasse. Was ihr beachten müsst, wenn ihr die auspackt, hier unten sind solche Kunststoff- oder Gummifüßchen drauf, die bitte vorher abmachen. Könnt ihr einfach so runter machen, braucht da kein Werkzeug für, aber macht die bitte vorher runter, sonst schmecken die Rips ein bisschen komisch. Warum diese Consis-Backformen so genial sind, also zum einen, wenn ihr da Rips drin macht, habt ihr durch diesen zusätzlichen Rost, der da drin ist, liegen also eure Ribs nicht auf dem Boden auf. Das heißt also, der Apfelsaft oder die Flüssigkeit, die ihr unten drin habt, kommt nicht direkt mit den Ribs in Berührung, sondern wirklich nur der Dampf. Das ist das eine. Zum anderen lassen sich halt in diese Form auch wunderbar diese Halter reinsetzen. Da könnt ihr dann also eure Ribs reinhängen. So, wenn ihr dann aber zwei von den Dingern habt, könnt ihr euch diese komplette Alufoliennummer beim Dämpfen sparen, indem ihr einfach einen zweiten Behälter nehmt, den oben drauf setzt und ihr arbeitet komplett ohne Alufolie. Was ihr dann nicht machen müsst, machen könntet, wäre jetzt hier an der Seite halt mit Alufolie abdichten. Muss aber nicht sein, reicht so wie es ist vollkommen aus. Und so habt ihr quasi eine komplette Edelstahlwanne, in der ihr quasi eure Ribs dämpfen könnt. Absolut genial und wie gesagt, eine so eine Form, die kosten kein Geld und Edelstahl, die sind quasi unkaputtbar. Also meine absolute Empfehlung, wer bei IKEA ohne diese Dinger, also wer grillt und wer bei IKEA ohne die Dinger rausläuft, dem ist leider nicht mehr zu helfen. Also wie gesagt, hier diese Deckelhalter, davon immer direkt zwei Stück nehmen und unten die Kunststofffüßchen abmachen und dann habt ihr da lange, lange Spaß dran. Das ist alles Edelstahl, absolut genial. So, das war also mein kleiner IKEA-Shopping-Guide für Griller. Sollte euch noch irgendwie was anderes einfallen, was man bei IKEA bekommt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Klar, die Liste ist nicht vollständig, aber das sind so ziemlich die sinnvollsten Sachen, die ich bei IKEA mitnehme, wenn ich dort bin. Lassen sich, wie gesagt, auf dem Grill wunderbar benutzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst keine Folge und wir sehen uns jeden Dienstag und Donnerstag mit neuen Videos. Solltet ihr das Ganze gerade auf einem iPhone, Tablet, iPad, was auch immer schauen, der Link zum Abonnieren ist unten in der Infobox. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.